Bilder zeigen einen ehemaligen großen Fußballer. Es handelt sich um den letzten noch lebenden Weltmeister der 1954er Nationalmannschaft. Die Rede ist von Horst Eckel. Hier im Bild gemeinsam mit seiner Tochter Dagmar, die auch die Gründerin der Horst Eckel Stiftung ist. Mit einer großen Sponsorenwand und einem roten Teppich, wie man es von Veranstaltungen im Fernsehen kennt, war der Empfang für die erste Horst Eckel Gala bestens vorbereitet. Die Kameras standen bereit und vor dem Ansturm der Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Sport stellte sich der 87-Jährige mit seiner Tochter Dagmar der versammelten Presse. Dann erschienen die Ehrengäste, Freunde und Weggefährten von Horst Eckel. Den Anfang machte der rheinland-pfälzische Minister des Innern und für Sport Roger Levenz. Unter den geladenen Gästen waren unter anderem ehemalige Fußballer wie Martin Wagner, Kostas Runjajic oder Roger Lutz. Auch die Botschafterin der Horst Eckel Stiftung, mehrfache Weltmeisterin und Olympiasiegerin im Bahnradsport Miriam Welte war gern der Einladung gefolgt, sowie Ramin Abdin, Weltmeister in Kickboxen. Ebenso gab es für Fans und Fußballbegeisterte die Gelegenheit, bei der Horst Eckel Gala dabei zu sein. Nach dem Sektempfang im Foyer führte ein besonderer Weg zur Gala. Es ging durch einen beleuchteten Zeitreisetunnel, welcher die sportliche und private Laufbahn von Horst Eckel in Bildern präsentierte. Nach dem Motto "Mit Vollgas in die 50er" wurde eine interessante Fotogalerie erstellt, die viele wichtige Lebensereignisse von Horst Eckel zeigte. Hinter jedem einzelnen Bild verbirgt sich eine spannende Geschichte. Auch der Mann des Abends durchlief den Tunnel der Zeitreise und erfreute sich an den zahlreichen familiären sowie sportlichen Höhepunkten seines bisherigen Lebens. Da gab es vieles zu entdecken über den ehemaligen Mittelfeldspieler, der von 1952 bis 1958 unter Sepp Herberger das Nationaltrikot trug und 32 Spiele absolvierte. Mit erst 22 Jahren wurde der Windhund, wie er oft genannt wurde, 1954 Fußballweltmeister. Auch Bilder, die ihn als jungen Familienvater an der Seite seiner Frau Hannelore und seinen Töchtern zeigte, waren zu sehen. Schon vor Beginn der ersten Horst-Eckel-Gala in Moorbach konnten die Gäste die festlich geschmückte Baldenau-Halle bestaunen. Auch hier waren Fotowände mit interessanten Bildern von Horst Eckel aufgestellt und regten zu Erinnerungen und freudigen Gesprächen an. Der 87-Jährige hatte kaum seinen Platz eingenommen, als er auch schon von seinen vielen Freunden und Gästen aufs Herzlichste begrüßt wurde. Bekannt aus diversen TV-Formaten übernahm Anja Polzer die Moderation des Abends und eröffnete mit ihrer Begrüßungsrede die erste Horst-Eckel-Gala. Ausgelassene Stimmung, tolle Gespräche und einen Abend, an den Sie sich lange erinnern werden. Zukunft gemeinsam gestalten. Nachdem alle Ehrengäste und Sponsoren begrüßt wurden, richtete Minister Roger Levenz freundliche Worte an Horst Eckel, seine Familie und die 220 anwesenden Gäste. Und es ist schon schön, lieber Hannelore Eckel, lieber Horst Eckel, dass Sie heute an diesem ganz besonderen Abend, der für euch beide, natürlich für unseren Weltmeister insbesondere, vorbereitet wurde, endlich mal auf etwas Unbelastetes wieder richtig stolz sein zu können. Und einer dieser 11 Helden von Bern ist unser Horst Eckel. Wenn man durch diesen Tunnel hier hereinkommt und sieht diese fantastischen Bilder, dann sieht man zum einen der Helden von Bern und zu dem anderen eine Familie, die hier in Moorbach im Alltag gearbeitet und gewirkt hat und Teil dieser Gemeinde gewesen ist. Sie haben dazu beigetragen, dass Deutschland über den Sport wieder in die Weltgemeinschaft aufgenommen wurde, so Levenz weiter in seiner Laudatio. Um mehr über die Horst-Eckel-Stiftung zu erfahren, lud Moderatorin Polzer Dagmar Eckel sowie Ottmar Frenger auf die Bühne ein. Ja, Papa war ganz jung, als er zum FCK kam, 17 Jahre alt. Und mit 22, da wurde er schon Weltmeister. Ich glaube, in so jungen Jahren ist man noch nicht so ganz in sich selbst gefestigt. Und große Vorbilder für ihn waren eben Sepp Herberger und Fritz Walter. Und ich weiß, mit Fritz Walter
hat ihn eine ganz besondere Beziehung verbunden, war es schon eine Vater- und Sohn-Beziehung. Und er hat sich die beiden wirklich als Vorbilder genommen und deren Werte verinnerlicht und lebt auch heute noch nach diesen Werten. Und diese Werte hat er uns Kinder weitergegeben. Die Liebe, Respekt und der Glaube an ihren Vater sind bedeutende Werte, die sie dazu bewegten, das Projekt ins Leben zu rufen. Auch war er immer hilfreich für andere Menschen und für gute Zwecke da, betont Dagmar Eggel weiter. Wir haben uns Gedanken gemacht, welchen Zweck die Horst-Eggel-Stiftung verfolgen muss, insbesondere die Entwicklung eines Leitbildes. Was ist ihm wichtig? Und bedeutsam waren dann einige Begriffe wie fair, authentisch, gemeinsam, respektvoll. Und diese Begriffe waren wesensprägend für Horst Eggel und für seine Kameraden der Weltmeistermannschaft von 1954. Bildung ist der Wegweiser zur erfolgreichen Berufslaufbahn. Dafür unterstützt die Stiftung, die 2017 gegründet wurde, einige soziale Projekte von Sportvereinen und gemeinnützigen Bildungsträgern sowie Sportangebote für ältere Menschen. In einem gemeinsamen Projekt stellte Schalkes Eurofighter Ingo an der Brücke ein Kinderbuch vor mit dem Schwerpunkt, Kindern und Jugendlichen von heute die Freude am Lesen wieder zu vermitteln und gleichzeitig sportliche Werte mit einzubeziehen. Wir haben das immer kombiniert mit Werten aus dem Leben. Wir haben gerade über Werte und Normen gesprochen. Integration ist ein großes Thema. Und mittlerweile machen wir viele, viele Veranstaltungen deutschlandweit. Da geht es auch um soziale Projekte. Denn durch das Lesen kann man ganz viel lernen, kann ein Kind ganz viel lernen. Und ich denke, das ist eine total spannende Sache, das miteinander zu verbinden. Die Kraft des Fußballs soll genutzt werden, um jungen Menschen Spaß am Wissen zu vermitteln. Der gelernte Werkzeugmechaniker Horst Eggel studierte nach seiner fußballerischen Karriere das Lehramt in Kunst und Sport. Die Familie Eggel lebte Anfang der 70er Jahre in Moorbach und der Weltmeister war Sportlehrer an der dortigen Realschule, während seine Frau das Sporthotel führte. In einer spontanen Interviewrunde mit ehemaligen Kollegen und Kegelbrüdern, die damals persönliche Verbindungen zu Eggel hatten, erinnerte man sich gemeinsam an die früheren Moorbacher Zeiten. Es war für mich am Anfang ja nicht so große Zeit, aber ich habe mich schnell hier mit den Leuten in Verbindung gesetzt und mit meinen Lehrern und Lehrerinnen habe ich auch schnell Bekanntmachung gemacht. Und es war eine wunderschöne Zeit hier in Moorbach mit diesen Leuten. Auch Andreas Hacketal, der Bürgermeister von Moorbach, war sehr erfreut, dass die erste Horst-Eggel-Gala hier in seiner Heimat stattfindet. Familie Eggel, das Bemerkenswerte ist tatsächlich, egal wo Sie in der Gemeinde Moorbach, in der Region, im Hunsrück auftreten, Tatsache ist tatsächlich, jeder hat irgendwie eine Verbindung zu Ihnen, lieber Horst Eggel, zur Familie Eggel. Und wenn Sie eben durch den Zeittunnel gegangen sind, ich muss sagen, ich bleibe immer an diesen Filmaufnahmen stehen. Und ich bin immer wieder begeistert, es geht tatsächlich immer 3-2 aus. Toll. Natürlich gab es auch ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. So durfte als erstes der Saarländer Zauberer Jakob Matthias das Publikum mit Softgetränken farblich verzaubern und die geheimnisvolle Kiste verblüffte die erstaunten Zuschauer. Mit einem Viergang-Menü zwischen den einzelnen Show-Acts wurde bestens durch Robbie Meyer und seinem Team für das kulinarische Wohl gesorgt, während Acoustic Nation ein Schmaus für die Ohren bot. Es folgte eine Augenweide für alle Fußballfreunde. Zwei Fußballartisten von Unique Freestyler stellten ihr Können auf der Bühne unter Beweis. The
Weltmeister Horst Eckel und seine Gäste waren von der ultimativen Fußballshow sehr begeistert. Es folgte das nächste Highlight des Abends mit Tobias Steglich, dem mehrfachen Weltmeister in Sportstaking aus Hochspeyer. Eine spektakuläre und anspruchsvolle Sportart, bei der Becher mit Schnelligkeit und Technik gestapelt werden. Seit 1997 ist Horst Eckel Repräsentant der Sepp Herberger Stiftung vom DFB und unterstützt als Botschafter die Initiative Respekt, kein Platz für Rassismus. Eugen Gehlenborg, Vizepräsident vom DFB für Sozial- und Gesellschaftspolitik, sprach großes Lob für den Weltmeister Horst Eckel aus. Du bist ja ein Leuchtturm dieser Stiftung und es sind ja Menschen, die diesen Fußball ein Gesicht geben und, wenn es so sympathisch ist, so, ja, auch sozial engagiert, wie du es bist, dann tut uns das unwahrscheinlich gut. Es sind aber tatsächlich die Persönlichkeiten des Fußballs, die die Menschen beeindrucken und diese Welt verändern. Und wer hat das nicht am eigenen Leibe so verspüren können, wie es Horst Eckel 1954 nach der gewonnenen Weltmeisterschaft auf der Rückreise von Spiez in die Heimat, wie die Menschen an den Bahnsteigen standen und diesen Weltmeistern zugejubelt haben, die ja nicht nur eine sportliche Sensation mitgebracht hatten oder erreicht hatten. Viele sprechen von einem Wunder. Ich selbst sage, da würde man Sepp Herberger nicht gerecht werden. Sensation ja, aber der Chef hat es schon so geplant. Und er hat auch seine Spieler so eingesetzt, dass dieser Fußball in Deutschland einen solchen Stand erreicht hat, ein solches Ansehen erreicht hat. Verdanken wir den Spielern, die uns damals in der Schweiz so hervorragend vertreten haben und sich später, auch ein Fritz Walter, der ja in die Gefängnisse gegangen ist mit dem Chef, sich um Strafgefangene gekümmert hat, sich später also sozial engagiert haben, sich im Beruf bewährt haben, du ja als Lehrer. Also ich muss sagen, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, sage ich dir als Vorstandsvorsitzender der Sepp Herberger Stiftung. Als Anerkennung seiner Leistungen für die Sepp Herberger Stiftung überreichte Eugen Gehlenborg einen Scheck in Höhe von 1.000 Euro und bedankte sich nochmals bei dem Gastgeber. Für die inzwischen legendäre Lotto 11 ist Horst Eckel schon 20 Jahre unermüdlich im Einsatz, erwähnte Jochen Schröter. Mir ist es eine große Freude und Ehre zugleich, heute Abend über unseren Repräsentanten, Partner bzw. noch besser gesagt guten Freund Horst Eckel ein paar Worte verlieren zu dürfen. Dein erstes Spiel absolviertest du am 23. Januar 1999 in der Halle in Hachenburg. Du hast in 93 Einsätzen für die Lotto 11 auch sehr viele Tore geschossen. Seit Januar 2010 bist du Teammanager dieser wunderbaren Mannschaft. Der Vertreter von Lotto Rheinland-Pfalz bedankte sich bei Horst Eckel für die jahrzehntelange Treue. Weiter im Programm ging es mit der Tanzschule Elmira aus Zweibrücken. Mit verschiedenen Tänzen entführte sie das Publikum in den Orient. Heute einmalig geblieben ist die 98er-Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern, die als Aufsteiger die deutsche Meisterschaft gewinnen konnte. Anja Polzer lud die ehemaligen FCK-Profis Oliver Schäfer, Roger Lutz, Martin Wagner, Axel Roos und Andy Buck zur Gesprächsrunde auf die Bühne ein. Und hierbei wurde an die alten FCK-Zeiten erinnert. Ich glaube, die Meisterschaft 98 kann man so ganz alleine gar nicht stehen lassen. Sondern muss auch leider den Abstieg 96 mitnehmen. Also so sehe ich es halt mal.
weil damals unheimlich viel Tränen geflossen sind. Das war der erste Abstieg für den Verein. Das waren wirklich ganz bittere Stunden. Umso schöner war es, dass wir es irgendwie halt hinbekommen haben, dass auch fast alle geblieben sind. Und wir alle der Meinung waren, wir müssen diese Schande, die wir da dem Verein zugefügt haben, auch wieder ausmetzen. Und das haben wir dann zum Glück dann auch geschafft. Und das spricht natürlich auch eigentlich schon für die Mannschaft und den Zusammenhalt. Und man hat ja auch im Vergleich zu der heutigen Zeit viel länger zusammen gespielt. Ich glaube, das spielt eine große Rolle. Es war ein Team, absolut zusammengeschweißt. Also uns verbindet unheimlich viel und muss sagen, ja, es macht unheimlich Spaß, mit ihm zu kommunizieren, immer noch über das, was vergangen war. Und man hat immer noch jemanden, wo man hochschauen kann. Und da bin ich sehr stolz drauf. Ich hatte sogar mal die Ehre, mit ihm ein Spiel zu machen. Ich glaube, das war entweder Toto Lotto oder auch so ein Benefizspiel vom FCK. Ich habe rechts gespielt und auf einmal sehe ich dann hinter mir einen Blitz vorbeizischen. Dann war das der Horst. Und es war mir auf jeden Fall eine Ehre, mit ihm Fußball spielen zu können. Also ich bin ja froh, erst einmal, dass ich heute hier sein darf. Bin auch sehr gerne hier. Ich habe eine Fahrtstrecke hinter mir, aber der Horst ist mir das als Mensch wert. Ist ein toller Charakter, muss ich ehrlich sagen. Auch die Dagmar, mit der ich ja immer in Kontakt bin, auch über die Stiftung und auch ihr Mann. Großes Kompliment an die Veranstaltung, an die Organisatoren. Das haben sie ganz, ganz toll gemacht. Zugunsten der Stiftung fand auch eine Tombola statt. Persönliche Gegenstände von Horst Eckel mit Originalsignatur konnten hierbei gewonnen werden. Miriam Welte stellte sich für die Ziehung der Lose als Glücksfee zur Verfügung. Harald Leyenberger hatte gleich zweimal das Glück, zu den Gewinnern zu gehören und versteigerte in Absprache mit der Familie Eckel seine Gewinne zugunsten der Stiftung direkt weiter. Danke, Harry, für diese tolle Aktion. Der Galaabend neigte sich dem offiziellen Ende zu und für eine erste Bilanz kamen die Organisatoren Manfred Blaut und Joachim Felker mit Dagmar Eckel auf die Bühne und bedankten sich für den großartigen Einsatz aller Beteiligten der Veranstaltung. Zum Abschluss der Gala wurde es dann musikalisch mit felsigem Rock. Die Band Gooks mit J für Witt und Nicole Kasper machte tolle Musik. Ein Erinnerungsfoto mit dem 54er Weltmeister durfte auf keinen Fall fehlen und Autogramme waren auch sehr begehrt. Ob in das wertvolle WM-Sammlerbuch oder direkt auf das T-Shirt, Hauptsache die Signatur von Horst Eckel war gesichert. Der Galaabend war beendet, aber für die partyfreudigen Gäste ging es direkt weiter zur Aftershow-Party in die benachbarte Sporthalle. DJ Hossa und die Partyband Magic heizten dem jungen und jung gebliebenen Publikum mächtig ein. Mit frischen Cocktails, kalten Drinks und Fingerfood wurde bei ausgelassener Stimmung bis in die frühen Morgenstunden abgefeiert. Ja, das war sie, die erste Horst Eckel Gala in Moorbach. Für mehr Informationen zur Horst Eckel Stiftung einfach die Homepage besuchen und mehr über den Weltmeister und sein Lebenswerk erfahren.